Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Schwestern und Brüder. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Sonntag, konnten ein bisschen entspannen oder chillen, wie es neudeutsch heißt, und haben vielleicht jetzt noch Lust, sich zwei, drei Gedanken mitzunehmen für den Sonntagabend und ihn dann auch gemütlich ausklingen zu lassen. Für die, die gerade Tatort schauen, die können ja nachher vom Schlafen gehen, sich nochmal die Abendgedanken ansehen. Das ist ja der Vorteil bei dieser modernen Technik. Kennen Sie das? Es begegnet Ihnen eine Situation und da sagen Sie, da hilft nur noch beten. Da hilft nur noch beten ist oft ein Satz, den wir sagen angesichts von schweren Krankheiten, Katastrophen oder wenn wir selbst so ein Gefühl von Ohnmacht haben. Nichts geht mehr, nichts hilft mehr, ich habe keine Macht, jetzt brauche ich Gott. Wenn dieser Satz, da hilft nur noch beten, ernst gemeint ist, glaube ich, dass das Gebet eine wahnsinnige Kraft entfalten kann. Ich glaube, dass Menschen ganz fest spüren, wenn man an sie denkt und wenn man mit ihnen ist in schweren Situationen. Und ich glaube natürlich auch, dass dieses an den Mensch denken nicht nur so eine esoterische Wirkung hat, sondern wirklich dann auch bei Gott auf Widerhall stößt. Ich bin davon überzeugt, wenn wir Gott um etwas bitten für Menschen, denen es schlecht geht, wird ihnen Hilfe zuteil. In irgendeiner Weise, vielleicht auch in einer, die wir gar nicht verstehen. Da hilft nur noch beten, ist ein Satz, der wirklich wahr ist, den man nicht leichtfertig sagen sollte. Und wenn man ihn sagt, finde ich, müsste dann auch wirklich das Gebet folgen. Ich habe einen schönen Text gefunden, Überschrift, da hilft nur noch beten, und den möchte ich Ihnen heute Abend vorlesen. Da hilft nur noch beten, sagen die einen, und die anderen tun's. Fassen all das in Worte, wo andere sprachlos bleiben und werden ganz still. Wo andere nur noch toben, werden sie still. Und sie bitten und flehen und rufen zu dir um Antwort auf ihre Fragen. Und du antwortest, Herr, auf ganz eigene Weise, manchmal erstaunlich, doch auch bedrückend, mal leise. Da hilft nur noch beten, sagen die einen, und die anderen tun's. Ich lade Sie ein, kurz nachzudenken, ob Ihnen heute eine Situation begegnet ist, ein Mensch, wo Sie denken, da hilft nur noch beten. Dass wir diesen Menschen mit ins Vaterunser nehmen oder diese Situation. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne euch und schenke euch gute Worte, wenn ihr spürt, dass nur noch beten hilft, der liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Einen schönen Sonntagabend und bis morgen. Ciao.